Ja, sei. Es gab eine Umstellung teamintern, was bedeutet, dass Christian nicht mehr das zweite Auto fahren wird und ich auch einen neuen Renningenieur bekommen habe. Das heißt, Dirk ist auch nicht mehr dabei. Grundsätzlich ist es natürlich für beide schade. Gerade aus Fahrersicht ja, ist die DTM natürlich so die Rennserie, in der man fahren möchte. Ehrlich gesagt, für mich selbst muss es mir aber egal sein, was da jetzt passiert ist. Ich muss mich auf mich selbst konzentrieren. Ich habe selber einen Job zu erledigen. Den würde ich auch gerne, so gut es geht, absolvieren. Von dem her, der liegt der Fokus zu 100% auf mich selbst. Und alles, was drumherum passiert ist, ja, ist mir egal, hört sich so hart an, aber muss für mich am Ende zweitrangig sein. Warum, wieso, weshalb, ist jetzt schwierig, alles kurz und prägnant zu erklären. Es gab einfach eine Übereinkunft, dass manche Leute nicht mehr bei uns arbeiten. Und wir mussten dann auf der Schnelle mitten in der Saison neue Personen finden und auch noch Personen finden, die ins Team passen, die diese Meisterschaft mit uns bestreiten und die auch die Aufgabe, Tim bzw. neuen Fahrer für die DTM stark zu machen, mit uns angehen. Es ist für Tim eine schwierige Situation, es ist für die ganzen Mitarbeiter eine schwierige Situation und wir mussten uns alle finden. Und wo die anderen schon mitten in der Saison ja sind, ja, haben wir wieder bei Null angefangen. Hello everybody, welcome along to the Lausitz Ring, where it always seems to be hot every time we come here. You can guarantee the weather is going to be sunny and bright and very, very hot. Für uns war es wichtig, dass wir einen Fahrer einfach jetzt im Team haben, der auch einfach Tim was lernen kann. Nicht Schnelligkeit, sondern auch vielleicht so Datenarbeit, Arbeit mit dem Ingenieur, Arbeit mit den Mechanikern oder sonstigen Leuten im Team. Dass er so ein bisschen das, was ihm fehlt, Erfahrung im Motorsport, einfach über einen Dritten, einen Teamkollegen bekommt. Der Punkt war dann halt gekommen, wo man sich gefragt hat, okay, was machen wir jetzt? Fahren wir einfach nur mit, um mitzufahren? Oder schauen wir, dass wir vielleicht noch irgendwo was Positives aus dieser Saison ziehen können? Sei es mit Nachwuchsförderung in dem Falle. Oder nicht Nachwuchsförderung, aber einem jungen, talentierten Fahrer eine Chance zu geben. Und dann hat man halt gesagt, okay, dann geben wir für die restliche Saison dem Marvin die Chance, sich da mal zu zeigen. Mein Name ist Marvin Dienst, ich bin 26 Jahre alt und habe jetzt das Glück, mit TalkSport WRT gemeinsam in der DTM-Saison zu starten, 2023. Ich übernehme zur Halbzeit des Jahres das Cockpit. Ich kannte den Marvin vorher natürlich schon tatsächlich von einem eher der unschönen Erlebnis, von dem GT4-Rennen, wo wir eine Kollision hatten. Im Endeffekt beide dann aus dem Rennen waren. Er war Erster, ich war Zweiter, kam auf ihn zu, habe den Move gemacht und mich etwas verschätzt. War das Endresultat, dass wir uns berührt haben. Sein Querlenker ist, glaube ich, gebrochen, Auto war kaputt, musste das Auto abstellen. Jetzt sind wir gemeinsam in der DTM. Ich glaube, wir haben das von damals beide verdrängt, vergessen. Lustigerweise haben wir beim Abendessen uns nochmal das Video gemeinsam angeschaut, wie wir uns da gemeinsam berührt haben. Wir haben uns dann relativ schnell gut verstanden und wir sind gut miteinander klargekommen. Alle fahren im Korridor. Ampel ist noch rot geschaltet, kommt jetzt in Richtung Startkorridor. Los geht die Reise mit einem guten Start für den Ferrari-Pilot und Lucky Auer, der gleich mal neben den Lamborghini von Bortolotti fährt. Er schiebt sich in den Rhein, dann Feller gegen seinen Teamkollegen Calvin van der Linde. Aber es bleibt bei Ferrari vor Lamborghini. Tim Heinemann, er sieht kurz nichts, dann ist der Staub wieder gelegt und schon hat er zwei Positionen gut gemacht. Ich glaube einfach, dass unsere Glückssträhne auch am Lausitzring nicht wieder auferstanden ist. Ganz im Gegenteil, wir hatten am Lausitzring ja einen technischen Defekt. Also weder Fahrerschuld noch Teamschuld noch sonst irgendwas, sondern wirklich einfach ein großes Problem im Fahrzeug. Heinemann vertut sich und fährt geradeaus. Währenddessen Maro Engel vorbei an Mattia Drudi gegangen ist. Heinemann zurück auf dem Schwarzen, was wir Asphalt nennen, aber verliert weiter wertvolle Position. Das war natürlich eine Schrecksekunde, was im ersten Rennen passiert ist. Fahr die Start- und Zielgerade runter, tritt ins Bremspedal und merkt, das Auto verzögert nicht. Und das ist natürlich das Schlimmste, was irgendwo beim Rennfahren als Rennfahrer passieren kann, dass man bremsen will und eben nicht kann. Can you confirm you have no brakes? Yep,
Copy. In dem Moment war ich froh, dass ich überhaupt irgendwie noch das Auto auf der Strecke halten konnte, bin dann auch direkt in die Box reingefahren. Am Ende war ich einfach nur froh, dass eben es nicht zu einer schlimmeren Kollision dann eben kam. Das Auto von Tim Heinemann wird jetzt sicherheitshalber rückwärts in die Box geschoben, weil ohne Bremse bist du definitiv nur Passagier und das ist definitiv dann zu gefährlich. Wir haben es gerade gesehen, ohne Bremse raus das Auto. Leider auch hier das frühe Aus. Also das Wochenende Lausitzring war für den Tim mit Sicherheit ein sehr gebrauchtes Wochenende am Ende, weil er hatte im ersten Rennen hat er dann einen Bremsdefekt gehabt. Das zweite Rennen war jetzt auch nicht, ist nichts Aufregendes passiert. Wahnsinnig zäh, weil uns einfach die Pace gefehlt hat, wie es leider sehr häufig dieses Jahr der Fall war im Rennen. Und dadurch zieht sich so ein Stundenrennen echt hin. Es hapert halt einfach am Qualifying. Und das ist was, wo wir dran arbeiten wollen, vor allem im Hinblick auf den Sachsenring, dass wir uns da im Qualifying weiter verbessern, weil das ist im Endeffekt das, wo die Rennen gewonnen oder verloren werden. Wenn man schon ganz hinten steht im Qualifying, dann ist es eben schwer, in die Punkteränge zu fahren. Und da wollen wir immer wieder in die Top 10, Top 15 kommen im Qualifying, dass wir dann auch eine bessere Position fürs Rennen haben. Gerade nach dem Nürburgring, wo es wieder ein bisschen bergauf ging, hatten wir da auch definitiv auf mehr gehofft. Für den Marvin war es mit Sicherheit ein sehr guter Einstand in die Saison. Er hat direkt Punkte geholt in seinem ersten Rennen, hat sich gut gezeigt. Für mich ging es gut los, waren direkt vorne mit dabei, zumindest intern, markenintern. Was natürlich den Druck etwas genommen hat in dem Moment, weil man natürlich hinkommt. Man will erst mal schauen, wie es läuft. Es war ein komplett neu aufgebautes Fahrzeug. Lüfter hat irgendwann den Geist aufgegeben. Ich hatte relativ stark zu kämpfen gegen Ende des Rennens mit Sauerstoffproblemen im Fahrzeug, weil es einfach unfassbar heiß wurde. War ein gutes Wochenende für uns, aber der Einstieg war, glaube ich, dadurch doppelt hart. Ich war anfangs der Saison mit TalkSport in der DTM als Daten- und Performance-Ingenieurin angestellt und nach dem Rennen am Nürburgring fragte mich der Marius, der technische Direktor, ob ich nicht Interesse hätte, ab dem folgenden Rennen als Renningenieurin für Tim zu arbeiten. Das Angebot zu bekommen, in der DTM als Renningenieurin zu arbeiten, war für mich ein bisschen überfordernd. Und das habe ich dann aber trotzdem als Chance gesehen und gedacht, okay, wenn man mir das anbietet und auch Porsche hinter mir steht und sagt, sie trauen mir das zu, dann wird das schon irgendeinen Grund haben. Und entsprechend bin ich dann als Renningenieurin angereist. Und jetzt geht es los! Der Sachsenring lebt! Wir waren vor dem Sachsenring-Wochenende testen. Der Test war auch sehr positiv. Da waren wir sehr schnell unterwegs, auch im Vergleich zu den Markenkollegen von Mantai, haben uns da echt Hoffnung gemacht für ein gutes Rennwochenende. Konnten es aber am Rennwochenende nicht so wirklich umsetzen. Es hat wieder an der Qualifying Pace gehapert. Die Pace im Rennen war wieder super gut, aber da konnten wir das, was wir im Test gelernt haben, einfach nicht umsetzen. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, weil man eigentlich im Hinterkopf so ein bisschen weiß, dass es besser gegangen wäre, man es aber nicht umsetzen konnte und dann im Endeffekt auf den Ergebnissen nicht sieht. Und das ist eben das, wo der Hersteller und auch die Sponsoren dann am Ende drauf achten. Ich habe mich sehr, sehr gefreut auf den Sachsenring. Ich habe bis jetzt nur gute Erinnerungen. Ich habe schon vor einigen Jahren dort in der GT Masters meinen ersten Sieg geholt. Wir sind noch Samstag auf Anhieb wieder in die Punkte gefahren. Sonntags war das Rennen allerdings sehr, sehr kurz gestaltet. Wir hatten, oder ich hatte in Kurve 3, hat zu Sheldon van der Linde weggedreht, nachdem man einen Treffer bekommen hatte und ich konnte nicht mehr nach innen rechtzeitig ausweichen. Vorne, hinten, überall kriegt man einer drauf und wird in die Menge geschoben. Und damit war das Rennen sonntags frühzeitig beendet. Und wir konnten halt gar nicht glänzen. Also uns hat so viel nach vorne gefehlt, dass wir einfach hinten so gestartet sind und im Rennen so angekommen sind. Weder was mit Strategie noch reißen konnten, weil es einfach absolut unabhängig war, weil wir einfach grundsätzlich zu langsam waren und sind dann eigentlich mit einem sehr enttäuschten Gefühl nach Hause gefahren. Von Sinn zu DTM steht auf dem T-Shirt. Ich glaube, alle, die hier sind, kennen so ein bisschen auch deine Geschichte und fiebern schon das ganze DTM-Jahr mit. Wir kommen gerade vom Sachsenring.
Wollen wir da kurz drüber reden oder eher noch nicht? Ich glaube, Sonntag, über das Sonntagsrennen können wir reden. Ja, lass uns ja über Oschers Reden reden, oder? Ja, das ist schon so lange her, ne? Ich meine, da ist natürlich schon was passiert. Das hat, ich glaube, die Motorsportwelt, das hat ganz schön eingeschlagen. Ne? So ein Rookie kommt und verlässt als Tabellenführer das erste Rennwochenende. Liegt aber gefühlt schon ein halbes Jahr hinter uns. Ja, leider ja. Ich hätte mir gehofft, dass die Tabellenführer auch länger bei mir bleibt, aber ja. DTM ist natürlich kein Zuckerschlecken, wir hatten die anderen ein bisschen was dagegen, wir tun uns aktuell schwer. Meine Aufgabe beim KW Nürburgring Event war ja einfach der Markenbotschafter sein für Raceroom, für KW, für all die Marken, die eben dazugehören. Haben da ja ein bisschen Spaß gehabt an den Simulatoren, konnten auf Bestzeit fahren, sind dann auch in Rennen alle gegeneinander gefahren und das war natürlich ja sehr spaßig. Das ja, macht mir immer wieder Freude, dann auch eben mit Freunden, Bekannten, Händlern, unseren Kunden eben da zusammen ja, Zeit zu verbringen, Benzingespräche zu führen. Das Thema Simracing ist nicht nur dem Klaus oder KW sehr wichtig, sondern auch mir. Vor allem mit der Freizeit versuche ich da immer, ja, diese ganze Community einfach nach vorne zu pushen, weiter zu verbessern, meine Erfahrungen, egal ob es virtuell oder echte Erfahrungen sind, da eben mit einzubringen. Ja, freue mich dann auch über positives Feedback, was dann aus der Community wiederkommt, weil am Ende ist es das, wo ich herkomme und das, wo ich mich auch nach wie vor mit identifiziere. From Sim to DTM, ne, virtuelles Racing mit den echten Rennsportaktivitäten zu verknüpfen, ist eine Vision, die ich schon seit vielen, vielen Jahren verfolge, die gar nicht so sehr aus eigenem Interesse entstanden ist, sondern aus der Begeisterung, aus der Faszination oder Passion Motorsport, die ich habe. Am zweiten Tag beim Event ging es dann auf die Rennstrecke. Da war meine Aufgabe im Endeffekt ganz einfach. Ich war der Taxifahrer. Ich durfte Taxifahrten im Audi TT machen mit unseren Händlern zusammen. Wir hatten auch ein paar Influencer, die selber fahren durften. Die habe ich versucht, dann eben darauf vorzubereiten, zu coachen. Und es war einfach ja, toll, dann eben die strahlenden Gesichter zu sehen von den Beifahrern, die sich gefreut haben über ja, die Erfahrungen, die sie da auf dem Beifahrersitz mit mir erleben durften. Ja, warum habe ich dem Klaus einen Helm geschenkt? Im Endeffekt ganz einfach, was schenkt man jemandem, der alles hat und auch nichts will? Da kam ja relativ schnell die Idee, ja, was Persönliches zu schenken. Und gerade im Motorsport ist der Helm für den Fahrer natürlich immer sehr wichtig. Da kann man sich selbst ja, drauf ausdrücken mit der Lackierung und gerade mit den Bildern, mit der Historie, die dort gezeigt wird von KW und dem Form Sim to DTM Design, was drauf lackiert wurde. Ja, das war für mich eine runde Sache und ja, irgendwo auch eine Geste, um die Dankbarkeit zu zeigen, weil die Dankbarkeit ist, glaube ich, so groß, die kann man gar nicht in eine Sache stecken. Ich glaube, der Helm ist irgendwas, wo man ja auch in 5 oder 10 Jahren immer noch draufschaut und sich dann ja an die DTM-Saison zurückerinnert. Also, danke schön. Welcome to Spielberg, this wonderful circuit, the Red Bull Ring with its undulations and its beautiful backdrop for the penultimate weekend. We've got racing to be done here and the championship getting into crunch time now because we've just got 2 race meetings to go. 2 races here in Austria and then in a few weeks' time we head to Hockenheim for what is almost certainly going to be the championship decider. Du hattest ja 2 Main-Limiting-Faktoren eigentlich erwähnt in dem ersten Run, auch wenn du sagst, schwierig auf dem Reifen. Also einmal leichtes Untersteuern in Turn 7, beziehungsweise wenn du aufs Gas gehst, dass dir das, dass die Hinterachse dann wegbricht. Also das war dann alles neutraler. Wobei das, glaube ich, auch ein Resultat wieder ist aus dem Untersteuern, was ich habe. Dann bin ich sozusagen zu spät, habe zu viel Lenkwinkel, will oder muss ans Gas und drehe mich dann halt so ein bisschen ein. Das ist kontrollierbar. Ich glaube, das war da auch extremer, weil einfach der Reifen nicht da war. So Tim and the engineer will always discuss
of how the car feels when they're in practice sessions. Free practice sessions, qualifying, after race one, how was the car performing? So we will set up the car to what they will want the car at, and then we will do a set down. So where the car is at after the sessions, we will tell them where the car is, and they will make setup change decisions. Die Setup-Änderungen, die wir während eines Rennwochenendes vornehmen, ob das jetzt zwischen zwei Sessions ist oder auch während einer Session, die entscheidet final der Renningenieur. Im Qualifying können wir das Auto etwas anpassen. Das können kleinere Stellschrauben sein, es kann aber auch mal sein, dass man das Auto von einer zur anderen Session komplett umbaut. Die Welt ist generell klein, vor allem die Motorsportwelt und vor allem der DTM-Zirkus besteht im Endeffekt immer aus denselben Gesichtern und da sieht man sich immer wieder. Und da war es natürlich dann toll, den Dirk und auch den Christian wiederzusehen. Die sind im Rahmenprogramm von der DTM am Red Bull gefahren im GT Masters und das war natürlich dann toll, da zu sehen, dass es für die auch weitergeht und das ist dann immer schön und macht dann immer Freude, sich da wieder zu treffen. Es wechseln immer Personen in Teams, ja, von Jahr zu Jahr oder auch teilweise während der Saison. Und das sind ja alles keine Entscheidungen, die aufgrund von persönlichen Differenzen getroffen werden. Das sind einfach Sachen, wo Teamleitungen oder andere Leute denken, das ist das Beste im Wohle des Teams. Und da hat man auch keine Probleme, sich weiterhin auch wieder in der Zukunft zusammenzuarbeiten oder sonstiges. Nur weil das jetzt gerade in der spezifischen Situation nicht gepasst hat. So for the beginning of the session we go out on a wet set of tires. Please remember that you have to put the light on, turn the light on when you go out. And it's 3 minutes. Also check all your buttons and switches that they are on the wet settings. Es ist eine Bedingung, die auf der Strecke ganz schwer zu lesen ist. Also du musst wahrscheinlich mit dem Regenreifen rausgehen, deswegen auch die Session als Wet Session deklariert und dann schauen, ob sich in diesen 20 Minuten die Strecke so weit auftrocknet, dass man das Risiko gehen kann. Wenn man sich für den Slick entscheidet, dann muss man spätestens ab der Mitte der Session diese Entscheidung treffen. So far you're the fastest car on track. Und für Heinemann reicht es momentan zu Platz 3. So just for your information, there's multiple cars going back to wets. I leave it up to you, you see the track conditions, you have to judge this. Auch am Red Bull Ring war uns der Wettergott eigentlich ganz gut gesonnen. Wir hatten Mischbedingungen, was ja für Tim super ist. Hat man auch sofort gesehen, wir sind rausgefahren. Die Strecke war nass, hat zwar abgetrocknet, aber trotzdem noch nass. Also auch die Ideallinie war noch nicht trocken gefahren und wir waren relativ weit vorne. Also konnten auch gut unsere Position halten, sehr weit vorne halten und dann gab es einen Abbruch. Rote Flagge, das heißt, es wird alles unterbrochen. Die Fahrzeuge kommen wieder rein in die Boxengasse. Dann, mehr oder weniger hat man angefangen zu gambeln. Die Ideallinie hat abgetrocknet, geht man jetzt auf Slicks, bleibt man auf Regenreifen, was tut man? Im Endeffekt ist das so eine Sache, das ist Gusto-Fahrer. Der Fahrer muss entscheiden, was für ihn am besten ist. Wenn der Fahrer dir als Feedback an die Boxmauer gibt, ja, ich will Slicks oder ja, ich will Regenreifen, muss man das auch befolgen. Man kann ihn nicht overrulen, weil er im Endeffekt derjenige ist, der es auch fahren muss auf der Strecke. Das haben wir dann getan, war im Nachhinein, das kann man natürlich immer sehr gut sagen im Nachhinein, die falsche Entscheidung. Nichtsdestotrotz hat er sein Bestes versucht, es war halt einfach nur nicht gut genug. Alright Tim, checkered flag, I think we would have needed one more lap, but that's how it is. Sag mal so, im Nachhinein ist man immer schlauer. Das Thema ist halt, am Anfang war es für mich klar Slick, klar Regenreifen und es wird nicht mehr trocken. Dann haben alle auf Slick gezogen. Dann war okay, so fuck, okay, irgendwas wissen die, was ich nicht weiß, weil ich glaube nicht, dass das abtrocknet. Ja, aber du darfst dich da nicht, nee. Deshalb frage ich dich ja.
Deshalb frage ich dich, was du denkst, weil das ist immer, für mich ist das immer ein Fahrer, also es ist mit einem Fahrer-Call. Ja, aber ich habe dir am Anfang vorher gesagt, dazu sind die anderen zu viel dieses Jahr gefahren, dass sie es besser einschätzen können und ich da meine Priorität drauf lege, zu gucken, was die anderen machen, weil wenn ich jetzt als Fahrer einfach sage, ich glaube jetzt, aber auf welcher Basis, dann glaube ich das, habe ich mich an den anderen orientiert. Und am Anfang war meine Intuition, okay, Regen bleibt, wird niemals trocken, dann kam lange Rot, dann so, okay, könnte. Dann wären alle aufs Lick gegangen, die hatten natürlich schon eine Kerntemperatur, also das Gefühl, was zu verpassen. Und als dann alle wieder zurückgewechselt haben, dachte ich, okay, Marius hat mir über Funk dann auch gegeben, okay, Box, wir gehen wieder zurück auf Regenreifen. Der Großteil der Fahrer geht zurück auf Regenreifen. Und dann hatte ich innerhalb von, keine Ahnung, gefühlt wenigen Sekunden, weil ich kurz vor der Boxeneinfahrt war, die Entscheidung zu treffen, was mache ich. Ich habe mich dazu entschieden, draußen zu bleiben, weil ich dachte, okay, es waren genügend Fahrer ursprünglich da, die gesagt haben, okay, das könnte funktionieren. Ich habe das Vertrauen gehabt, im Regen, den ich sowieso mag, die Räder anzuzünden, weil es hat nicht wirklich viel gefehlt. Also dachte ich, okay, no risk, no fun, wir sind auf Slicks, ich fahre lang genug, ich kann das, ich krieg den irgendwie an und wenn er zündet, fahren wir alle in Grund und Boden. Und der Moment kam leider nicht. Ja, das ist Bullshit-Bingo. Das hat ja nicht funktioniert, das heißt aber nicht, dass wir doof sind. Das hat aber keiner gesagt. Ja, aber genau. Wenn er jetzt sagt, ja, wir hätten auch auf Regen blitzen können, ja, nachher ist man halt immer schlauer. Ich dachte auch nicht, dass sich alle um 1,5 Sekunden verbessern. Dann dachte ich, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ja, fahren halt 2, 3 schneller als wir, aber es halt dann alle so nach 8 Sekunden, hätte ich halt nicht gedacht. Der Red Bull Ring trocknet ja sehr, sehr langsam ab. Es hat bis gerade genieselt. Wir sehen da trotzdem trockene Flecken. Richtige Entscheidung der Rennleitung, 2 Einführungsrunden. Ja, definitiv, um den Jungs die Chance zu geben, jetzt wirklich zu sehen, wie die Bedingungen sind. Wir bleiben bei 2 Runden. Du gehst also noch einmal über Startziel. Die Rennleitung ist zuständig für die Einhaltung der Regeln und auch, dass unser Sport, der ja ein Hochrisikosport ist, sicher abläuft. Schwierig wird es immer dann, wenn uns äußere Witterungsbedingungen das Leben schwer machen. Dann müssen wir häufig schwierige Entscheidungen treffen, ob das Rennen gestartet werden kann oder hinter einem Safety Car zum Beispiel gestartet werden muss. Das sind so die schwierigen Dinge des Tages. Und wir haben tatsächlich gemischte Situationen im Feld. Also nicht jeder ist auf Regenreifen. Bedeutet Risiko, bedeutet aber auch eine Chance. Und das ist jetzt ganz, ganz schwierig abzuschätzen, wie viel Risiko kann ich gehen. Und die Meisterschaftskandidaten, die ganz vorne sind, die gehen erstmal auf die sichere Variante, beziehungsweise auch die Führenden vorne in der Startaufstellung sind auf Regenreifen. Michi, wir sind nahezu komplett, das passt. Licht aus Kommheim. Die Linkhaar geht raus, wir haben die Formation komplett. Anfahrt letzte Kurve, Feld kommt um die letzte Kurve, du hast sie, wir sind komplett im Grid. Also wenn die Bedingungen für ein Rennen klar sind anfangs, ob es jetzt trocken oder nass ist, ist es erstmal relativ einfach zu entscheiden, okay, die Bedingungen sind jetzt gegeben für einen Regenreifen oder für den Slick. Im Red Bull Ring sind es eben die Bedingungen für einen Regenreifen gewesen und im Idealfall kann man diesen Reifen fahren, bis das Boxenstoppfenster öffnet. Der muss jetzt durchhalten. Ricardo Feller mit einem guten Exit aus Kurve 10 greift Tim Heinemann an. Und das wird er schaffen. Da ist er schon innen daneben. Der Ferrari mit der 69, Thierry Vermeulen, ist da ebenfalls involviert. Aber Heinemann kommt außen wieder. Der sagt, so einfach lasse ich es dir dann doch nicht. Good job. Als Fahrer ist es natürlich schwer, weil in den Kurven kommt man immer wieder ran und auf den Geraden fahren die anderen einen dann weg. Man kommt eben nicht vorbei und dementsprechend frustrierend war es dann natürlich am Red Bull Ring, wo es uns vorm Rennwochenende schon klar war, dass es hart werden wird. Hier wieder das Beschleunigungsduell. Das ist wieder Feller gegen Tim Heinemann. Jetzt geht's über die Innenbahn. Da sollte eigentlich Tim Heinemann besser rauskommen. Kommt er auch. Aber wenn jetzt Feller noch daneben bleiben kann, ist die nächste Linkskurve ins Infield hinein. Und da sind wir schon in der Grazkurve unterwegs. Und da wird jetzt Ricardo Feller aller Voraussicht nach einen Platz gut machen, vorbei an Heinemann. Aber auch hier ist die Messe noch nicht gelesen, denn die nächste Ecke geht wieder rechts rum. Ist das geiles Racing zwischen diesen beiden? Just gotta survive 12 more minutes.
Im Rennen haben wir dann versucht, so lange wie möglich draußen zu bleiben mit der Reifenwahl, die wir eben hatten, um dann zu schauen, gehen wir auf Slicks oder bleiben wir auf Regen. Pit window will open in 4 minutes. How is it at the moment with the wets? Haben auch geschaut, was machen die anderen, Fahrzeugkonzepte und Hersteller. Wir hatten ja aufgrund der schlechteren Position so weit hinten jetzt kein Muss oder keine Notwendigkeit, früh zu pitten. Haben das dann auch wirklich mit beiden Fahrzeugen so weit wie möglich rausgezögert, um dann eben zu sagen, okay, wird die Strecke schon trocken oder nicht. Okay, Tim, so the cars on slicks are struggling now. We try to survive as long as possible on wets. Und jetzt ist die Strecke momentan für den Slick-Reifen besser. Jetzt musst du natürlich schauen, dass du so lange wie es geht irgendwie wartest, weil je trockener die Strecke ist, desto einfacher wird es dann gleich, den Reifen auf Temperatur zu bringen. We're losing too much to those on slicks. We have to box this lap. Box, box. Make sure you change all the switches to dry. Very good job. Marvin hat ja noch eine Strafe bekommen, da ist uns beim Pitstop ein Fehler unterlaufen. Er ist nicht fest genug auf der Bremse gestanden beim Reifenwechseln. Somit haben sich die Reifen gedreht. Während dem Reifenwechseln ist das gefährlich und soll auch vermieden werden und wird deswegen auch bestraft. Hat natürlich dazu beigetragen, dass auch in der zweiten Rennhälfte natürlich jetzt nicht eine Superposition geholt werden kann. Anyways, you're the fastest Porsche on track at the moment. I know it's hard to attack any of the other brands, but like personally for you, it's a really good job. So it's a P21 overall in the end. We have to make sure that we have a better starting position for tomorrow's race because it's so hard to fight the other manufacturers. But anyways, you did a very good job. Dass es so hart wird, war aber dann natürlich ein bisschen enttäuschend, weil wir im Endeffekt mit stumpfen Waffen gekämpft haben gegen die anderen Marken. Und natürlich gehört das irgendwo mit dazu, weil über den Saisonverlauf gibt es immer die eine oder andere Strecke, die dem Hersteller besser passt oder weniger gut passt. Aber es war natürlich dann frustrierend, einfach zu sehen, dass für uns nicht so viel geht. Aber generell Main Limiting, Topspeed. Ich fahre dann immer an alle anderen ran, in den Kurven, vor allem auf der Bremse. Mhm. Ja, das ziehen die Tür einfach weg. Good morning, everybody. Welcome back to the Red Bull Ring. 20 minutes of qualifying coming up in just a few minutes' time. So yesterday, a thrilling race, rain affected both in terms of the qualifying session and in terms of the race itself. It was, for my money, the best race of the season so far. It's a cooler day than yesterday, just under 12 degrees, the air temperature. But it's just about perfect, really, for the engines to breathe and for the tyres as well. Engine on, get ready. We go behind Preining. To go. Good job. Currently P6. Keep pushing, keep pushing. 2 more laps. What's our position? P19. But our pace was good. It was just unfortunate with the track limits. Theoretically, we would have been much further to the front, like P11, something around that. Wenn die zwei WMW da vorne nicht wären, dann fehlen 13 auf Bord. Ja, und so. Ich glaube, wie gesagt, 2 Zehntel wäre dann hier gegangen. Das hätte ja nicht viel gefehlt für weiter nach vorne, das ist ja wirklich. Ja, ja, ich hab's ja gesagt. Ja. Nee, hatte dir ja auch gesagt, war ja auch richtig. Schon eng zusammen. Deswegen eine Zehntel, dann. Damit hätten wir nicht auf Bord gestanden, aber wir hätten mal zumindest irgendwo mittendrin gestanden und nicht auf 19 oder so. Absolut. 20. Absolut. Also gerade im Red Bull Ring ist die Besonderheit natürlich, dass die Strecke recht kurz ist. Das heißt, diese 3 Zehntel sind relativ betrachtet auf einer anderen Strecke dann doch auch eine halbe Sekunde. Das heißt, das klingt jetzt erstmal weniger als sonst, aber es ist auch der Streckencharakteristik und Länge geschuldet. Nichtsdestotrotz
ist es, also vor allem ja, vielleicht von außen betrachtet, ist es ja wirklich wahnsinnig wenig. Das können 5 Meter Bremspunktunterschied sein. Das sind wirklich ganz, ganz marginale Unterschiede. Und meistens beschränkt sich aber tatsächlich auf 1-2 Kurven, die der Fahrer dann nicht in dieser einen Runde ideal hinbekommt. Es ist natürlich schwer, sich immer wieder aufs Neue zu motivieren. Vor allem, wenn man sieht, dass ja, die Konkurrenten immer vor einem stehen und man eigentlich weiß, wir können es in der Theorie, vor allem im Rennen, aber es hapert immer an irgendwelchen Kleinigkeiten. Das ist frustrierend. Auch wenn man nach dem Qualifying hinten steht, gibt es immer wieder eine neue Chance, im Rennen irgendwo ja, ein gutes Ergebnis einzufahren. Und das war nach wie vor unser Ziel. Das war natürlich hart, vor allem weil wir wussten, wir haben mit dem Porsche eben ein Topspeed-Defizit. Aber trotzdem muss man eben dranbleiben und ja, bis zum Schluss für kämpfen. You can already say bye-bye to our diffuser. Ich glaube, dieses Rumflaxen ist irgendwas, was bei mir ja, natürlich kommt. Ich glaube, das ja, muss auch irgendwo dazugehören, damit man eben ja, die Motivation bei sich selbst bewahrt, aber auch ja, das ganze Team so ein bisschen motiviert. Plan A ist früh, Plan B ist potenzieller Regen. Also Plan A früh, Plan B wäre dann lang draußen bleiben. Ich bin jetzt mit dem Druck auf jeden Fall relativ niedrig gegangen, vor allem hinten. Müssen mal schauen, wie die Strecke sich entwickelt. Aber ja, toll, jetzt haben wir so viele Pläne, jetzt muss nur noch alles gut gehen. Und dann ist das Rennen freigegeben. Die Meute beschleunigen. Gerade die Startphasen sind ja extrem besonders. Man muss schauen, wo kann man sich gut einordnen. Es ist immer sehr eng. Man versucht natürlich so viel wie möglich am Start gut zu machen. Da hinten dreht sich Kelvin van der Linde. Ich wusste natürlich, dass es im Rennen schwer wird zu überholen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, beim Start ein bisschen aggressiver ranzugehen. Da direkt ein paar Plätze gut zu machen, habe innen auch eine Lücke gesehen, die dann immer kleiner wurde. Und wir waren dann, ich glaube, zu 4. oder 5. nebeneinander. Bin dann ja noch innen über den Curve ausgewichen, weil ich ja einen Kontakt vermeiden wollte. Habe dann leider den Kelvin van der Linde erwischt. Oh, das war der Tim, ey. Oh. Hast du das gesehen? Wir haben an der Investigation 3 und 9. Oh. Aber warte. Nee, es war nicht der Tim. Ich glaube, das ist der Tim. Ja, aber der Tim konnte ja nirgendwo hin. Nee, das war, also sorry, der Tim konnte nirgendwo hin. Nee. Aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, war es ein Rennunfall, weil es war eine Lücke da. Und als Rennfahrer, was macht man? Nimmt man diese Lücke, das ist ganz, ganz klar. Das war keine Fehlentscheidung, es hätte auch gut gehen können. Es ist eine 50-50 Entscheidung gewesen. Man muss einfach die Dinge so nehmen, wie sie sind. Es ist natürlich schlimm, dass so ein Kontakt passiert oder dass ein Unfall passiert. Aber auch das ist Motorsport. Zumindest mal an der Spitze, alle durch Kurve 2. Rast führt und irgendwo qualmt es da. Irgendwo qualmt es am Auto von Bortolotti. Probleme für den Tabellenführer. Ja, und wo hat sich entsprechend Bortolotti den Reifenschaden geholt? Ich würde mal fast sagen, hier, Marvin Dienst hämmert da dem Italiener hinten in die Heckpartie hinein. Was man nicht gesehen hat, und das haben wir aber in der Inboard gesehen, dass es gar nicht Marvin war, der quasi aktiv in ihn gefahren ist. Also Ausgangssituation war, Lamborghini-Fahrer fährt Marvin hinten rein, Marvin durch dieses Anstupsen ist in Bortolotti reingefahren und hat natürlich Bortolotti auch noch das Rennen schwer gemacht. Also das war natürlich vor allem mit dem Hintergrund, dass er auch noch Titelchancen hatte, war es natürlich sehr, sehr schwer und für Marvin auch echt unangenehme Situation. Ich wurde erst als Schuldiger gesehen, weil ich angesetzt bin, als Porsche-Fahrer den Konkurrenten zu bereinigen, abzuschießen. Aber später wurde dann eindeutig bewiesen, dass ich dafür nichts konnte und als Sandwich quasi in die Menge geschoben wurde. It's been declared a wet race. That doesn't mean it's totally raining yet. Doesn't mean the track is wet, but it does mean you now have the option of putting on wet tires, and that'll stay the case for the rest of the race. Fox, we go for slicks.
Und guck da mal hinten, Heinemann. Er hat das Ding ja fast eingedreht in die Boxengasse. Hast du die zwei schwarzen Striche gesehen, die der da gerade auf den Asphalt gelegt hat? Also das ist auch eher die Undercut-Strategie, die man da bei Heinemann wählt. Alright, Tim, might be a bit tricky over the cold slicks, but anyway, push, push. Ricardo Feller gegen Tim Heinemann, beide schon drinnen gewesen beim Boxenstopp. Aber Ricardo Feller mit den warmen Reifen, mit den funktionierenden Reifen, das wusste auch Tim Heinemann, der da leicht im Drift aus der Rauchkurve rauskam. Good improvement, 25 minutes to go. Heinemann versucht jetzt da so ein bisschen der Partycrasher zu sein, aber über die Außenbahn wird es schwierig zu werden. Ja, lehnt er sich mal kurz an von Simto DTM, der erste Tabellenführer nach einem DTM-Wochenende in diesem Jahr nach Oschersleben. Die ist jetzt vorbei an Yusuf Ovega. One more lap at the end of this one. The clock is about to run out. We're a lap and a half away from the end of the race. Yusuf Ovega now gets passed as well. So Heinemann and Ovega getting passed. It's going to be win number 26 for René Rast, the three-time champion. Of course, we were never going to go through a whole season without René taking the win. And he gets all 25 points. René Rast wins. Checkered flag, it's a P19 in the end. We hope for more. I know it's really hard for you, but you did a good job and it was nice watching you fight. Also some good overtaking. Ja, ich warte auf dich. In jedem Rennen wird es Situationen geben oder kommt es zu Situationen, die erst nach dem Rennen beurteilt werden. Sachen, die sehr klar sind, eindeutig sind, die man schnell beurteilen kann, weil sie hundertprozentig eben nachweisbar sind, die werden im Rennen direkt geahndet. Aber Sachen, die schwieriger zu beurteilen sind, gibt der Renndirektor meistens an die Sportkommissare weiter und dort werden die dann nach dem Rennen quasi nochmal betrachtet und beurteilt. Ich bin ja dann mit Tim in die Rennleitung gegangen, habe mir das auch angehört. Zuerst war es schon so, dass der Tim ziemlich in die Mangel genommen wurde und auch gesagt wurde, er ist grundsätzlich zu 100% schuld oder er hat alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Habe ich nicht so gesehen, habe auch sofort dementiert und habe auch so gesagt, stopp, so nicht. Ja? Weil es aus meiner Sicht, mit der Erfahrung, die ich auch habe, es nicht hundertprozentig gesagt werden konnte, dass es jetzt sein vorsätzliches Vergehen war. Die Sportkommissare wollten sich dann auch noch mal die Inboard-Kameras anschauen, haben sich da auch noch mal neues Footage geholt und dann auch entschieden, auch anders entschieden, wie am Anfang gedacht. Da bei der Rennleitung zu sitzen, ist so ein bisschen wie ja, damals in der Schule, wenn man dann vor dem Lehrer sitzt und man sich gegenseitig die Schuld gibt. Natürlich versucht man da eben auch das Beste für sich rauszuholen und ja, gegen den anderen Fahrer so ein bisschen zu kämpfen, obwohl man sich eigentlich gut versteht. Und am Ende wurde ich dann als Schuldiger ermittelt. Ich habe dann nachträglich eine Strafe bekommen von 2 Penalty Laps, die umgerechnet wurden in eine 10-Sekunden-Strafe, was am Ende aber keinen großen Unterschied gemacht hat, weil wir waren nicht in den Punkten. Von dem her konnten wir am Ende dann noch drüber scherzen über die Strafe. Letztes Rennwochenende bedeutet auch letzte Chance. Also wollen wir und will ich natürlich noch mal zeigen, was wir können, was ich kann. Es hat richtig Spaß gemacht, auf den Zeitenmonitor zu schauen. Zum Beispiel Anlacken des Fellers immer.